Okay, lass uns mal irgendwie zusehen, dass wir den Weg zurückfinden. Vielleicht kämpfe ich auch zu viel. Vielleicht muss ich halt mehr umgehen. Und dann hier hoch. So. Das hast du ja letztes Mal auch gut hinbekommen mit umgehen. Ja, da bin ich erfolgreich weggegangen. Das hab ich gut gemacht. So, okay. Also nach unten nicht, nach links nicht. Wir gucken mal hier vorne rein. Das kann ja nur hier sein. Nee. Nicht bloß. Nee, so Mist. Nicht. Aber wir müssen doch von irgendwo müssen wir doch gekommen sein. Kann doch jetzt nicht sein. Wir sind ja auch nirgendwo runtergesprungen oder so. Wir sind doch mit dem... Ich muss dazu sagen, ich habe auch kurz einen Timeout im Kopf wegen dem Raid gehabt. Ja, ich bin auch abgelenkt gewesen. Muss ich ganz ehrlich, waren wir jetzt einfach unten, weil wir plötzlich die Intro-Sequenz hatten? Das weiß ich halt nicht. Ah, sag mal. Das sind jetzt hier drei Lifts, das ist vier Räume. Also so schlimm kann es jetzt nicht sein irgendwie. Also so bescheuert sind wir jetzt ja noch nicht. Was ist denn... Ach nee, Star-Room... Warte mal, das Gelbe könnten wir tatsächlich, dadurch, dass wir doch einen Schlüssel haben, könnten wir das aufschließen, oder? Ist jetzt nicht so, dass ich gerade an dem Gelben dran, ne? Ja, dann hat er mir erstmal gezeigt, dass es verschlossen ist. Jo, ihr macht ja noch einen schönen Hochzeits-Day. Beziehungsweise Hochzeitsreise ist es ja. Kobelgriff, natürlich. Ja, jo, lasst ja noch schön Jutchen da unten und habt noch schöne Tage. Auf deiner Flitter, in deinen Flitterwochen da. Das war das Wort, was ich gesucht habe, Flitterwochen. Hm? Was? Das war das Wort, was ich gesucht hatte, die Flitterwochen. Flitterwochen, ja, das ist... Alter, wir sind ja am Arsch. Wir sind hier in dieser Sackgasse. Was ist, kannst du nicht blind einfach durch diesen Raum durchgehen, weil du siehst ja den Ausgang. Kann ich, aber da sind Feinde drin. Kannst du einfach nicht durchrennen? Also geht das nicht? Ja, aber ich sehe nichts. Ist wurscht. Einfach so, ist ja hier nur ein Tisch davor. So, zack, zack, da hin und dann durch. Es ist dunkel. Es ist so dunkel. Okay, gut, dann wieder raus. Ist doch nichts passiert. Hast du nur einen kleinen Schlag abbekommen? Ich hab nur eine Kelle abgekriegt. So einen Nackenschlag. Kommen die nach? Nee, die kommen nicht nach, Gott sei Dank. Ach ja, stimmt, wir haben ja keine Munition. Oder? Vielleicht ja, doch nicht ja. So clever gewesen. Wir haben halt keine Munition. Ja, bin ich wieder im YOLO-Modus. So sieht's aus. So, hier können wir auch nichts machen. Hier ist nur das Poster, was wir uns angucken können. Das bringt uns aber auch gar nichts. Gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. So sieht's aus. So, ich glaube, ja, wir müssen oben weiter. Wir sind einfach nach dieser Sequenz waren wir hier unten irgendwie plötzlich. Aus Gründen. Keine Ahnung. Okay, also das heißt, okay. Na, wir haben keine andere Wahl. Also wir können irgendwo anders hin. Na, vor allen Dingen, wie gesagt, wir brauchen ja unser Storage. Genau. Manage Office komme ich nicht durch. Weil keine Munition. Also kann ich jetzt hier nur tatsächlich. Na, da haben wir. Leiter so, okay. Genau. Ich würde tatsächlich erstmal ganz kurz nach oben in der Hoffnung, dass wir da auf unserer Etage sind, wo wir eigentlich herkommen. Ja, das sieht doch gut aus. Quasi kommen wir, ja. Ja, wir, ja. Doch, von hier kommen wir. Aber wir sind ja, doch nicht... Ja, genau. Aber du hast ja hier, haben wir hier irgendwo auch einen Safe Room gehabt? Ja, na, wir waren ja hier schon. Das Ding ist nur, wir sind nicht über die Leiter runtergegangen. Also entweder muss ich jetzt total irgendwie mir den Kopf irgendwie am Tisch aufgeschlagen haben oder was? Nee, doch. Wir sind ja vorher, also wo wir, damit wir in die sechste, also da, wo wir jetzt hier naja. Sind. Also wir sind mit der Leiter schon runtergeklettert, aber wir waren genau. Vorher nicht in den Raum, der war nicht entdeckt, will ich damit sagen. Wir sind plötzlich in dem Raum gestartet, wo der Adler mit der Person gesprochen hat. Und damit war die Karte das Einzige, was wir gesehen haben. Okay. Wir sind da also nicht hingerufen. Deswegen bin ich jetzt irritiert gewesen. So, warte mal, hier nicht. Oh, ich bin so lost hier irgendwie. Das ist, so, wo ist... Wir haben doch sonst immer, wird es doch angezeigt. Wird es? Nicht? Wird es nicht angezeigt? Weiß ich nicht. Also, weil wenn du jetzt wirklich zu einem Room willst, dann musst du nochmal kurz zurück und musst nochmal die Treppe hochlatschen. Also nochmal eine Leiter höher. Ja? Ja. Weil du bist ja dem Fahrstuhl, du wurdest ja vom Fahrstuhl runtergekickt, ne? Da bist du ja hier auf die Leichen hier gefallen. Das war aber eine Etage drüber. So, und wir sind ja dann einfach nur runter. Du musst jetzt hier nochmal hoch. Okay, cool. Okay, logisch. Jetzt machen wir. Und hier sind wir ja durchgestoßen worden zu dem, ne, wo wir hier mit dem Typen gequackelt hatten.
So, genau, hast du da hier haben wir auch die Kiste. Okay, okay. Meine Fresse, da ist so. Heide Witzka. So, also willkommen bei Benny und Steve. Hier wird Pro Gaming ganz groß geschrieben. Ja, wirklich ganz, ganz groß. Verdammte Axt, ey. So, Reparaturspeck. Packt das jetzt hier alles erstmal zurück. Jetzt habe ich hier plötzlich drei Schuss. Wo ich die drei Schuss her? Habe ich denn hier unten noch eventuell Munition? Revolver, Shotgun. Nein, ich habe drei Schuss. Genau, für die Shotgun hast du maximal noch. Oder du nimmst endlich mal diesen diesen Einweg-Elektroschrocker mit, weil du hast davon Fachstück. Den Elektro, der Einweg-Elektro-Rocker? Rocker. Ja, gefällt mir den immer. Aber das rocken wir uns jetzt durch. Den Rock am Ring. Genau. So, holen wir uns jetzt erst die Sicherung für den Sicherungskasten hier oben, Benni. Haben wir denn schon eine Sicherung? Na, wir haben unten, also das ist ja der Grund, warum wir jetzt eigentlich rumlaufen hier wie die Idioten irgendwie, weil wir ja keinen Platz im Inventar hatten, plötzlich. Ja, ich dachte, wir laufen gerade rum, weil wir keinen Platz im Inventar hatten, wegen der Lampe. Wir haben wegen diesem Taschenlampenaufsatz. Wir haben ja keinen Taschenlampenaufsatz gefunden, nicht. Aber wir haben eine Sicherung schon gefunden, die wir nicht mitnehmen konnten, oder? Exakt Mundo. Okay, so viel habe ich schon gar nicht mehr mitbekommen, siehst du, ich bin komplett überfordert mit dem Raid. Ja. War auch nicht hier, war tatsächlich in die Etage tiefer, glaube ich. Hey, Junge schreibt auch cool. Wähle nur ich meine Urlaubslocation nach der besten Internetverbindung? Ich würde behaupten, ja. Echt, ja? Ist das für euch so ein hohes Kriterium, dass ihr im Urlaub gutes Internet habt? Also für mich nicht. Also für mich ist die Location, ne, also ich bin ganz froh, wenn ich mal kein PC oder so im Urlaub habe und mich einfach mal entspannen kann. Nein, ist doch nicht, ist das doch in einer Etage höher? Ich muss ja. Ich weiß es halt nicht. Ah, okay, da ist ein Gegner. Okay, alles klar. Hier ist eine Menge los. Oder warst du noch eine Etage? Nee, wir waren noch eine weitere Etage. Nee, weiter unten. Das muss hier gewesen sein. Das war hier? Ja, ja. So, vielleicht lade ich mal kurz nach. Ich hab doch gesagt, es kommt gleich Besuch. Ja, aber mit so einem Besuch habe ich persönlich jetzt nicht gerechnet. Das ist wohl wahr. So, und dann hier, oder? Auf jeden Fall Überraschung, war eine gute Überraschung. Ja, genau. So, hier oben haben wir eine Sicherung. Das ist jetzt aber nur eine von wie vielen müssen wir finden? Na, im schlimmsten Fall drei. Oder so, zwei, glaube ich. Zwei Slots, waren zwei Slots. Okay. Boah, es ist so groß hier, Alter. So, hier kommen wir nicht weiter, hier ist dunkel. Also was wir probieren können, ist jetzt wirklich noch weiter nach unten zu gehen, um das Taschenlampenmodul zu bekommen aus der achten Etage. Da wäre ich für. Da bin ich dabei. Mit drei Schuss. Und dem Elektroschocker. Ja, wird geil, wird geil. Bin ja nicht der Spielende heute. Oh, schön. Ja, ihr müsst wissen, ich motiviere den Stevie immer sehr gut. Mit meiner eigenen... Was? Komm nicht durch. Muss von der anderen Seite das Tür verriegelt. Och, Mano. Jetzt können wir halt wirklich probieren erstmal, ob er eventuell doch nur eine Sicherung brauchte. Ach, meinst du, dass wir jetzt denn dann damit schon die Werte nach oben... Ah, okay. Ich weiß nicht. Maybe. Oh. Schauen wir mal. So, okay. Wo war jetzt... Da unten ist die Fuse-Box. Fuse. Das wird nicht reichen. Oh, doch. Ah, okay. Und jetzt muss... Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Also du musst da oben 800 und 230 erreichen. Jetzt ist nur die Frage, wie setzen wir das? Und du musst wahrscheinlich unten die Hebelchen ziehen. Da musst du hin, mit Klebeband! Nee, da nicht, sondern da, genau die. Ach, du Schande. Okay, okay. Okay. Ja, das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Das geht in die falsche Richtung. Naja, aber letztendlich ist es ja genau das, was wir hier drüben haben. Nee, aber du siehst doch da drüber, guck mal. Ja, bei 800 bei der Volt steht 800, und 230. Genau. So, wenn jetzt... Genau, nimm mal noch die zweite nochmal dazu. Also, die zwei oder die drei? Nee, die drei. Denn in deinem Fall die drei. So, und... Nee... Passt. Wir müssten jetzt noch mit 100, ne, schade, ja. Geht so hoch.
Alkohol ist zu viel. Ja, oh. Vielleicht müssen wir auch damit rechnen, dass wir irgendwo runtergehen müssen. Ne. Hm. Deswegen sagte ich ja, die 60, die wäre schon, glaube ich. Also mit 3, 30 und 60 sah schon gar nicht so verkehrt aus. Na, die Frage ist, sind die jetzt alle tot? Können wir nur quasi, also kann ich jetzt nur mit einer 50, einer 10, einer 190, einer 60 und einer 100 rechnen? Und der 30. Ja, dass man jetzt einfach sagt, so okay, alles klar, wir nehmen jetzt hier eine 190. 200. Okay. Dann geht er um 10 runter. Ach ja, klar, also der Widerstand verringert um 10? Ja. Warum steht er jetzt zum Beispiel auf 200 anstatt auf 190? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, weil du, mach mal aus. Liegen ja beide bei 120. Das heißt, er versucht 190. Ach Quatsch, nee, er macht 70. Nee, doch, nee, er nimmt die 80 hier oben. Das hier oben sind die entscheidenden Zahlen. Ne? Okay. So, mach ich den jetzt hoch, steht dabei 170. Nicht. Ach nee, ist ja Widerstand. Nee, er geht genau. Also runter. Aha. Was macht er denn bei der 8, wenn du jetzt ganz oben bist? Eins nach links quasi. Genau, bei dem. Was macht denn der da? Da juckt auf jeden Fall, das sind die Amperezahlen, oder was? Ja, da ballert der richtig hoch. So, können wir denn mit dem Wert, mit 910 und 510, können wir quasi den Widerstand wieder runterbrechen auf die 230 und 800 Volt? Das heißt, mit 510... Ja, damit gehst du weiter nach oben. Mit dem dritten gehst du hier auch weiter nach oben. Na, bringt aber das. Der geht hoch, der geht runter. Das ist aber knifflig. So, Benni, rechne mal aus. Leg nur mal kurz hier einen Schluck zu trinken. War die kalt. Achso. Du nicht dann die. Guck mal ganz kurz hier. So, vorne dann geht die 100. Ach nee, warte, das geht ja nach oben. Nee, warte mal, das geht nach unten. Das wären die 10. Das wären die 10. Das sind die 100. Können wir damit besser arbeiten? 10, 50. Dann bist du bei 790. Genau, wenn du den jetzt nimmst, würdest du jetzt bei 790 sein. Dann hast du da die 360. Da bist du bei 800, 330. Und jetzt die 100. Ja, 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 doch, nochmal, mach den nochmal. Ja, und jetzt den? Den daneben? Ja, 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 ja. Damit bist du bei 230, 800. So sieht's aus. Ja, 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 ja. Das geht doch. Also, wir sind safe. Das ist jetzt durch. But nothing happens. Ja, doch. Der Schalter bleibt aktiv und da unten dreht sich's. Haben wir jetzt den Paternoster repariert oder was? Sieht aus wie ein Antrieb für den Paternoster-Personen, ja, Umlaufzugsystem. Wunderbar. Kennt das einer von euch? Ist jemand schon mal von euch mit Paternoster gefahren? Täglich. Nicht. Nee, jetzt ohne Scheiß. Kennst du die Dinger irgendwie? Also ein Fahrstuhl ohne Tür. Also, ne, die sind offen. Die gehen halt immer einfach so durch, wo du einfach so rinsteckst. Wie bei der nackten Kanone oder was? Ja, genau. Wo du dann einfach nur so reindüdelst und wie so eine Art Treppenlift, der dann einfach nur nach oben geht, wo du dann einfach währenddessen irgendwo wieder aussteigst. Exactly, genau. Also wir haben halt als Schüler damals im Bezirksamt bei uns, gab es so ein Ding irgendwie und wir sind dann eingestiegen, weil wir natürlich wissen wollten, was passiert denn. Dreht sich das Ding oben so einfach um, was er natürlich nicht tut, sondern er macht einfach den und fährt so wieder runter, ne? Auf der anderen Seite. Aber ist halt natürlich schon echt spannend, irgendwie denn auszusteigen, heutzutage wurde ja nicht mehr hin, irgendwie, die wurden alle so ausrasten, irgendwie, oh, nicht nach Norm und oh, da sterben Leute! Ist doch sicherheitsrelevant und so. Ja, ja. Ist ganz schlimm. So, okay, jetzt haben wir die Sicherung eingesetzt. Wir können aber, was ist jetzt trotzdem passiert irgendwie? Können wir jetzt damit nach oben, also eine Etage höher und könnten jetzt den Fahrstuhl betätigen? Aber wir haben ja bis jetzt noch, also der Pater. Entschuldig bitte. Der Paternoster müsste ja quasi wahrscheinlich. Ach nee, wir müssen ja dann nach unten oder nach oben. Das Ding sein. Ne? Wo ist er? Da ist er doch. Paternoster Lookup Lift. Da ist er doch in 6. UG. Ganz links da. Da, ja, da unten. Da links. Paternositer Looping Lift. Paternositer? Steht doch da. Jetzt ja. Paternoster Looping Lift. Aber der war doch voll.
Der war doch, also der sah doch so aus wie hier, oder? Der war doch dicht. Wir gehen einfach mal hin, okay? Ja, wir gehen gucken. So, okay. Swipsch die Bitch runter. UG6. Da müssen wir erstmal noch eine Weile laufen. So, bitte keine Feinde, bitte keine Feinde, bitte, 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 bitte keine Feinde. Signal Iduna. Der Martin ist wieder da. Martin! Hi, Frakas. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Genau, jetzt da durch. Dann nach unten und dann kommen wir. Oh, was, oh Gott, ich dachte gerade, deine Spielfigur ist der Gegner. I know. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Ja, das ist eben das Schöne, weil das Spiel dadurch tatsächlich nicht besonders übersichtlich ist. Aber das ist ja eigentlich auch so ein Da, siehst du? Schau mal an. So ein Kriterium für so ein Survival-Horror-Game, ne? So der guten alten Zeiten. So, jetzt fahr ich hoch. Warum fährst du denn jetzt hoch? Ja, einfach weil ich kann. Okay. So, okay, fahr ich runter. So, jetzt bin ich an der 7. Fahr ich noch weiter runter. Nee, kann ich weiter? Doch, kann ich. Doch, doch. Yes! Und jetzt sind wir an der 8. Jetzt kann ich hier hoch aufmachen. Und jetzt nicht. Bist du nicht da, wo du hin willst. Aber... Greif mal nicht. Oh Gott, okay. Scheiße, zwei Stück. Oh, lol, was ist hier los? No. Martin, danke für die 100 Bits, Mensch. Martin, du geiler Typ. Danke. So, ausrüsten. Jetzt ist die Frage. Ja. Der hält wahrscheinlich nur einmal. Ja, instant. Benutzt du das auch, ja, oder? Hau zu, ich seh's nur nicht. Keiner, nee, ist noch keiner down. Mann, was für ein Scheiß. Hast du es denn auch wirklich ausgerüstet? Sieht aus, als ob du die Waffe in der Hand hältst, doch die Pistole. Naja, die Frage, wie benutze ich denn das Ding? Weil ich hab's ja, es ist ja ausgerüstet. Hast du? Ja, jetzt. Weil da steht die Pistole. Ach so, warte mal, ist das eine Secondary? Wie kriegst du denn die Secondary? Also, weil das ist eine Zweitwaffe. Aktionsmenü. Hm. Tja. Weil jetzt hast du rausgenommen. So, und jetzt ist sie wieder drin. Da siehst du unten unter der Pistole, siehst du ja. Aber wie kriegst du... Also über rechte Maustaste kann ich tatsächlich nur anvisieren und linke Maustaste... Was ist ein Mausrad klicken? Also Mausrad klicken bin ich hier. Bei den... Vollgriff. Könnt mir mal nimm den einfach mal mit und dann geh weg. Warte mal, ich lese noch was. Moment. Genau. Oh. Nein. Geht mal schön. Das Ziel lässt sich jetzt jagen und möchte einfach nochmal ein bisschen was vorlesen. Er findet das toll. Während der Jagd einfach was zu lesen. Ja, der Thrill. Ich lebe nur für den Thrill. So, kriegen die mich jetzt? Haben wir jetzt Pause? Werden wir merken, wenn wir sterben. Schön. Alles klar. Minenarbeit, Nukleartechnik, Hochsicherheitsreplika. Myna. Typ Generation 3, Industriespezialist. Gestell. Biomechanisch mit Verstärker, Hochsicherheits, Panzerplatten, Servoschale. Größe 2,60 Meter. Wenn es um Gefahrengut, Baumaschinen und gefährliche Umweltbedingungen geht, kann kein anderes Modell den MNHR-Einheiten mit ihren Hochsicherheitskampfpanzerkörpern das Wasser reichen. Sogar in tödlicher Strahlung, unter brutalem Druck oder in der Schwerelosigkeit. Behalten Sie Ihr ruhiges Gemüt und zeigen vorbildliche Zusammenarbeit. Trotz Ihrer gewaltigen Körper ist unter Ihrem Helmvisier ein normaler Generator 3. Kranialkonstruktion. Was die Wartung wie auch die soziale Interaktion so einfach macht wie mit jedem anderen Replika-Modell. Bitte beachten Sie, dass das neurale Muster MNHR nicht für einen Kampfeinsatz geeignet ist. Für Kampfeinsätze sollten das SAPR-Variante benutzt werden, die eine kampfbereite Persona im selben Gestell einsetzt. Für mehrere Informationen lesen Sie schwere Anti-Panzer-Replika Schnepper. Schnepper? Schnepper! So, geh mal kurz nach oben. Vielleicht, maybe. So, vielleicht kommt. Oh, da war noch oder was? Ja, der Falke. Falke. Führungskommando Leiteinheit Replika Falke. Typ Generation 6 Spitzentechnik Bioresonanz Kommando Einheit. Gestell biomechanisch mit Polyethylenschale und kugelsicherer Panzerplatten. Größe 2,50 Meter. Streng vertraulich.
nur für Kommandanten. Die Kommandantin eines Protektor-Führungskommandos und Anführerin der Protektor-Streitkräfte jeder Aeon-Anlage ist ein mächtiger, bioresonanter Falke-Einheit-Prototyp. Als Autorität, die nie hinterfragt werden darf, dient die Falke-Einheit nicht nur als Kommandantin der Protektoren, sondern nahezu als gottgleiches Wesen. Dieser Eindruck wird unterstrichen von ihrer gewaltigen Größe und ihrer Ähnlichkeit zu der Anführerin der Nation, der großen Revolutionärin und ihrer Tochter. Unterstützt wird ihre Geltung auch durch ihre mächtige Bioresonanz-Modul-Prototyp, welcher ihr nicht nur erlaubt, willensschwache Geister zu brechen oder deren Gefühle und Gedanken zu erahnen, sondern ihr auch die Fähigkeit gibt, Objekte aus der Ferne zu manipulieren. Schön, schön. Oh! Jetzt ganz schnell weg. Zwei? Sind noch zwei. Alter, ich bin so am Arsch hier. Was bist du? Ist das die Falkeneinheit? Sieht so aus, wa? Also ist auf jeden Fall kein Kassenbettzimmer hier. Steht mal fest. Ah, okay, Reparaturspray. Mann. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich will aber kein Reparaturspray, ich will Munition, ich will das Taschenlampenmodul haben. Munition! Munition! Erstmal nachladen, sehr nachladen. Gut. Reload. Falkes Tagebuch. 8421a. Ich weiß nicht, wie lange ich noch weitermachen kann. Ich will nicht mehr weiterleben als das, was ich geworden bin. Das rote Auge jenseits des Tors hat mir gezeigt, nein, hat mich berührt, vergiftet. Es fühlt sich an, als ob mein Verstand kontaminiert, geschändet wurde von den Erinnerungen einer anderen Person. Ich bin nicht mehr ganz ich selbst, aber ich bin auch nicht ganz jemand anders geworden. Ich stecke hier fest zwischen ihr und mir, mit halbgefrorenen Träumen und Erinnerungen, die sich in mein Hirn bohren und jede meiner Handlungen besudeln. Wer ist sie? Wer ist das weißhaarige Mädchen? Warum sehne ich mich danach, sie wiederzusehen? Warum würde sie mich so verfluchen? Okay. Können wir denn... Okay. Eine schwere Kiste mit einem Eulenmotiv auf der Oberseite. So kleine Löcher, die wie ein Lautsprecher oder ein Mikrofon aussehen. What? Okay. Das ist der DARPA-Chef. Ja, genau. DARPA. DARPA. So, okay. Also hier müssen wir anscheinend mit einer Frequenz arbeiten. Warte mal, haben wir eine Ullenfrequenz? Oh Gott, haben wir noch irgendwo... Warte mal. Na, wir haben irgendwelche Hinweise? Wir haben nur, warte mal, die Frequenzen, aber da war nur Schwert etc. drauf. Hier haben wir die Frequenzen. Nee. Mist. Habt ihr mal wieder den Monologist mit Martin gespielt? Letztes Mal hatten wir The Vormund ihn gespielt. Wow, geil. War geil. Ja. Aber werden wir auf jeden Fall mal wieder bald machen. So, Benni. Eule, 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 Eule. Ist einfach so. Genau. So, okay, was? Wie kann uns das jetzt weiterhelfen? Kann nicht aufhören werden. Im Tagebuch waren jetzt aber keine weiteren Notizen. Also gut, okay, da war jetzt nur das gewesen, was war. Ja, aber da waren jetzt keine Frequenzen drin. Nee. Okay, warte mal, wo sind wir hier? Was? Achso, wir kommen über einen anderen Weg da drüber. Ich hab mich schon gewundert. Ey, was? Wie? So, warte mal, da wird jetzt erstmal kurz zurücklaufen. Ja. Vorsicht, hier sind wieder Gegner. Versteckt wahrscheinlich. Genau. Aber die legen sich wieder hin, das klingt ganz angenehm. Oh, ihr nicht. Ja, vor allem, wir haben jetzt noch die Kurbel. Genau, damit könnten wir den Aufzug quasi oben intakt setzen. Im Gang. Genau. Der Büchereischlüssel wird benötigt. Und? So, wir könnten uns hier natürlich jetzt noch kurz ein bisschen umschauen. Wir können aber auch nichts mehr wieder aufnehmen. Oh, no.
Und da steht schon die komplette Einheit. Gehen wir direkt dahin, wo die Kurbel ist. Okay. Weißt du noch, welche Etage das war? Ich glaube. Hier. Ah, okay. So, und zwar hier hoch. Und dann haben wir hier vorne die Kurbel. Dann ist die hoffentlich weg gleich. Der Rollgriff wurde benutzt. Ah, okay. Schön. Jetzt haben wir hier eine rote Box freigeschaltet. Das ist ganz geil. Und wir können hier auch speichern. Ah, Alter. 7 Schuss. Damit kommen wir nicht weit, Alter. Das ist auch, die falsche Munition. Das ist auch die falsche Munition. Richtig, genau. 4 Schuss. Das wird ja immer besser. So, was haben wir hier? Eulenschlüssel. Ah, der Eulenschlüssel. Schön, Benni. Wir haben hier einen Eulenschlüssel. Was ist der Rest hier? Ach, nur eine Lampe. Bist du noch da? Ja, der Song ist, ich höre gerade auf den Song. Einfache, universelle, leichte Replika. Eule. Typ Generation 4. Ökonomisch, Allzweck. Gestell. Biomechanisch mit Polyethylenschale. Größe 1,75. EULR-Einheit sind das Rückgrat der Arbeiterfront der Nation Eusan. Diese eleganten Mehrzweckarbeiterinnen sind geeignet für alle Arten häuslicher Arbeit wie Putzen, Kochen oder einfache medizinische und verwaltungstechnische Aufgaben. Eulen sind hochsozial und kommen großartig mit den meisten anderen Replikamodellen zurecht. Obwohl sie für den Kampf ungeeignet sind, macht sie ihr leichtgewichtiges Gestell zur Spitzenwahl für entlegene Anlagen, wo Ressourcen begrenzt sind. So, also wir können gut putzen und sauber machen. Das ist ja die Standardvoraussetzung für jeden geilen Krieger hier. Irgendwie super, toll, Alter. Shit. Ich speichere mal ganz kurz. Wir haben leider keine Frequenz. Nee, wir könnten höchstens gucken, ob wir oben mit dem Eulenschlüssel jetzt weiterkommen. Oder wir müssen uns tatsächlich oben in die Region wagen, wo wir tatsächlich jetzt erstmal schutzlos sind. Benni, kannst du mal irgendwie checken, wie wir die Sekundärwaffe benutzen können? Kannst du nicht einfach in die Option kurz schauen, wie Sekundärwaffe funktioniert? Also gibt's da nicht... Ja, das könnte ich jetzt machen, aber ist natürlich jetzt so für alle Zuschauenden wahrscheinlich nicht so das Spannendste. Signalis. Gut, in der Zwischenzeit würde ich dann nämlich mal kurz mal gucken, wo war denn der Eulenschlüssel? Wo war denn der Eulenschlüssel? What? Hört sich an wie ein Unkraut, fand ich da. Ja, klingt eher Eusan, das ist wie ein Hustensaft. Na, und mein Kleiner? Noch ein Schluck Eusan, damit es dir besser geht. So, hier oben ist auch eine Tür, naja, sind wir noch gar nicht rangegangen. Welche? Hier vorne. Jetzt hoch. Und sie steht wieder auf. Na, ist ja wunderbar. Ganz, ganz scharf. Ach so, ja, kein Wunder, weil sie zugeklebt ist. War nämlich gerade noch auf der Map als grau verzeichnet. Okay. Muss mal kurz gucken. Wo war der Eulenschlüssel? Hier sind auch noch. Achso, das ist jetzt das 8. OG. Bei der Workshop Hallway kann das sein, dass da der Eulenschlüssel benötigt wurde. Oder bei der Postbox. Hier oben könnte auch sein. In der 6. In der 6. Ja. Ich würde mal ganz kurz hin. Ich glaube, da wart. Es ist tatsächlich, was hier meine ganz große Schwierigkeit ist, dass alles relativ ähnlich und gleich aussieht. Und da verliere ich zum Beispiel relativ schnell die Orientierung. Eulenschlüssel. Sagte er und fand sofort die Tür. Bäm, man muss auch mal abliefern können. So sieht's mal aus. nee. So, okay, schauen wir mal. Was ist das hier alles? Konnte ich nicht aufgenommen werden. Warum? Weil ich 4 Stück schon habe, oder was?
Na, das ist ja immer ein weiterer Slot oder was, oder wie? Obwohl, du hast ja eigentlich noch Platz. Ich glaube, wir können nicht mehr als 4 Stück nehmen, schlicht und ergreifend. Eulenlieder. Oh, haha. Gib mal hier ein Cartridge. Oh, sofort. Wir brauchen einen Bleistift. Kaputte Musikkassette aufgenommen. Ein tragbarer Audiokassettenspieler mit einem Messer. Okay, ja. Das am Lautsprecher steckt. Können wir ein Messer nehmen? No. Gut, dann... Ja, wir können aber... Was bringt uns auch nicht? Wir können jetzt nicht mit der Kassette einfach hochheben und das auf das Eulending legen. Das wird auch nicht funktionieren. Nicht? Naja, wir haben jetzt nur eine Kassette. Das da oben sah eher aus, das hat ein Mikro und ein Lautsprecher. Stand da. Das würde für mich eher heißen, wir brauchen irgendwas, wo ich die Kassette abspiele. So ein Diktiergerät, was ich vor dieses Eulenteil halte und sage... Mach mal an.